Also ohne den Menschen, jedes Jude und Schlechte. Und dazu auch noch Friesdorfer, wie man das so sieht. Eine Lumpe, die kuriose Geschichte, die ließ sich so. Der Friesdorfer Gemeinderat dachte im Wohnzimmer vom Vorsteher Mentis in der Klufterstraße. Draußen wimmelte Frau Mentis den altröscher Engels ab. Die nicht mehr tragbare Textilien wie Verschlisshemden, Handtücher oder Butze insammelte. Kurz später noch uns vorbei, dann hall ich alles bei ihr hin. Und als der Lumpengräber wieder vorbeikam, platzte ahnungslos in die Sitzung des Gemeinderats hinein, ohne auf die Herren zu achten. Und er fragt die Frau Mentis, sind jetzt alle Lumpen zusammen? Frau Mentis konnte die Gemüter beruhigen und tät die Entrüstung umwandeln in Spaß.